Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rafael Fernandez Louro und bin Sprachlehrer von Beruf. Na, wie geht's? Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernandez Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? In diesem Video lernen wir Wortschatz zum Thema Möbel in Nominativ und Akkusativ. En este video vamos a aprender vocabulario sobre el tema del mobiliario en nominativo y acusativo. Los geht's, vamos allá. Der Schuhschrank, die Wandgarderobe, der Wandspiegel und der Scherenständer sind im Flur. El zapatero, el perchero de pared, el espejo y el paragüero están en el pasillo. Im Flur habe ich einen Schuhschrank, eine Garderobe, einen Spiegel und einen Schirmständer. En el pasillo tengo un zapatero, un perchero, un espejo y un paragüero. Das Sofa, der Sessel, der Couchtisch, der Fernseher, der Fernsehschrank, das Regal, die Wohnwand, die Deckenlampe, der Ventilator, die Bilder und der Teppich sind im Wohnzimmer. El sofá, el sillón, la mesa de tresillo, el televisor, el mueble para el televisor, la estantería, el mueble de salón, la lámpara de techo, el ventilador, los cuadros y la alfombra están en el salón. Im Wohnzimmer habe ich ein Sofa, einen Sessel, einen Couchtisch, einen Fernseher, einen Fensterschrank, ein Regal, eine Wohnwand, eine Deckenlampe, einen Ventilator, vier Bilder und einen Teppich. En el salón tengo un sofá, un sillón, una mesa de tresillo, un televisor, un mueble para el televisor, una estantería, un mueble de salón, una lámpara de techo, un ventilador, cuatro cuadros y una alfombra. Der Esstisch, die Stühle und die Vitrine sind im Esszimmer. La mesa de comedor, las sillas y la vitrina están en el comedor. Im Esszimmer habe ich einen Esstisch, sechs Stühle und eine Vitrine. En el comedor tengo una mesa de comedor, seis sillas y una vitrina. Die Küchenschränke, das Spülbecken, der Hahn, der Herd, der Backofen, der Kühlschrank, der Geschirrspüler und die Mikrowelle sind in der Küche. Los muebles de cocina, el fregadero, el grifo, la cocina, el frigorífico, el lavavajillas y el microondas están en la cocina. In der Küche habe ich Küchenschränke, ein Spülbecken, einen Hahn, einen Herd, einen Backofen, einen Kühlschrank, einen Geschirrspüler und eine Mikrowelle. En la cocina tengo muebles de cocina, un fregadero, un grifo, una cocina, un frigorífico, un lavavajillas y un microondas. Die Waschmaschine, der Wäschetrockner, die Wasserheizung und der Wäscheständer sind in der Waschküche. La lavadora, la secadora, el calentador y el tendedero están en el lavadero. In der Waschküche habe ich eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, eine Wasserheizung und einen Wäscheständer. En el lavadero tengo una lavadora, una secadora, un calentador y un tendedero. Die Dusche, die Badewanne, das Waschbecken, der Spiegelschrank, das Badregal, der Wäschekorb
und die Toilette sind im Badezimmer. La ducha, la bañera, el lavabo, el mueble con espejo, la estantería de baño, la testa para la colada y el retrete están en el cuarto de baño. Im Badezimmer habe ich eine Dusche, eine Badewanne, ein Waschbecken, einen Spiegelschrank, ein Badregal, einen Wäschekorb und eine Toilette. En el cuarto de baño tengo una ducha, una bañera, un lavabo, un mueble con espejo, una estantería de baño, una cesta para la colada y un retrete. Das Doppelbett, die Nachttische, die Nachttischlampen, der Wecker, die Kommode, der Kleiderschrank und die Vorhänge sind im Schlafzimmer. La cama doble, las mesillas de noche, las lámparas para las mesillas de noche, el despertador, la cómoda, el ropero y las cortinas están en el dormitorio. Im Schlafzimmer habe ich ein Doppelbett, zwei Nachttische, zwei Nachttischlampen, einen Wecker, eine Kommode, einen Kleiderschrank und Vorhänge. En el dormitorio tengo una cama doble, dos mesillas de noche, dos lámparas para las mesillas de noche, un despertador, una cómoda, un ropero y cortinas. Der Schreibtisch, der Drehstuhl, der Papierkorb, die Tischlampe, der Computer, das Telefon, das Bücherregal und die Musikanlage sind im Arbeitszimmer. El escritorio, la silla giratoria, la papelera, la lámpara de escritorio, el ordenador, el teléfono, la estantería para libros y el equipo de música están en el estudio. Im Arbeitszimmer habe ich einen Schreibtisch, einen Drehstuhl, einen Papierkorb, eine Tischlampe, einen Computer, ein Telefon, ein Bücherregal und eine Musikanlage. En el estudio tengo un escritorio, una silla giratoria, una papelera, una lámpara de escritorio, un ordenador, un teléfono, una estantería para libros y un equipo de música. Der Klapptisch, die Klappstühle, der Balkonschirm, die Pflanzen und die Blumen sind auf der Terrasse. La mesa plegable, las sillas plegables, la sombrilla, las plantas y las flores están en la terraza. Auf der Terrasse habe ich einen Klapptisch, vier Klappstühle, einen Balkonschirm, Pflanzen und Blumen. En la terraza tengo una mesa plegable, cuatro sillas plegables, una sombrilla, plantas y flores. So, jetzt seid ihr dran. Ahora os toca a vosotros y a vosotras. Welche Möbel sind zum Beispiel in eurem Wohnzimmer, in eurer Küche oder in eurem Schlafzimmer? Wo habt ihr zum Beispiel das Sofa, den Kühlschrank, die Dusche oder das Bett? ¿Qué muebles están, por ejemplo, en vuestra sala de estar, en vuestra cocina o en vuestro dormitorio? ¿Dónde tenéis, por ejemplo, el sofá, el frigorífico, la ducha o la cama? So, das war alles. Viel Spaß und lernt weiter. Eso fue todo. Que os divirtáis y seguid aprendiendo. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adiós. Cuidaos mucho. Hasta la próxima.